Ein herzliches Hallo zusammen und willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play von Tomb Raider 2 Remastered. Wir sind jetzt hier noch weiter hier im Kloster von Bakang. Und natürlich wollen wir jetzt hier auch versuchen weiterzukommen. Aber wir müssen erstmal gucken, wo wir jetzt hin müssen. Wir müssen nochmal zu diesem Wasser dahin. Aber zuvor nehmen wir uns die Munition und das Medipack hier mit. Ja, aha. Ah, da liegt ja doch noch ein großes Medipack. Aha. Das ist aber nice. Nee, ich habe erstmal wieder beschlossen, wieder weiterzumachen. Weil die Zeit, die nehme ich mir jetzt erstmal. Und das Video von gestern, das habe ich jetzt gerade erst hoch. Weil ich wollte halt noch ein bisschen abwarten, wie ich das hier jetzt mit dem jetzigen Video mache. Kann ich leider noch nicht sagen. Heute lasst euch überraschen. Freut euch drauf. Und vergesst nicht, ein Like und ein Abo da zu lassen. Ich muss jetzt nochmal zum Wasser hin. Da bleibt mir nichts anderes übrig. Deshalb speichern wir nochmal. Ja, dann machen wir jetzt mal einen neuen Slot rein und dann wollen wir mal. Bin ich hier richtig? Nee, ne? Oder? Nee, hier ist nur. Du bist hier nur hier in so einem verlassenen Raum drin. Ach, Lara, du sollst keine Saltos machen, du sollst hier hochklettern. So. Was war denn bisher euer Highlight in meinen Let's Plays? Lass mich das mal bitte mal wissen. Schreibt das gerne in die Kommentare. Oder hier, was hat euch am besten gefallen? Dann kommen wir speichern nochmal. Doppelhell hält ja bekannterweise besser. So, jetzt haben wir das auch geschafft. Deshalb speichern wir nochmal. Und Abfahrt. Hui. So. Holen wir jetzt mal ein Päckchen raus. Wie viel haben wir? 104! Alter, ey, damit kannst du ja einen ganzen Festsaal erleuchten, ey. Na toll.
Boah, ich hasse diese Türen, ey. Wenn jetzt noch so eine Tür kommt, ey, dann werde ich sauer. So. Gott sei Dank, ey, dann speichern wir jetzt wieder. Ja, seht ihr, oder habt ihr gesehen, wie das Wasser von ihr abgetropft ist? Da kommen Spießen auf. Ja gut, Junge. Aha. Komm, Kollege, mach ihn. Ja gut, Junge. Ich wollte noch nicht mal helfen. Oh ne, jetzt kommen wir diese Feuerfallen schon wieder, ey. Oh Gott. Diese Feuerfallen, die gefallen mir überhaupt nicht, ey. Umso schöner war es ja, dass, dass ich noch nicht mal helfen brauchte dabei. Wenn die diesen Mönch da helfen musste. Das war schon einiges wert. Na gut. So. Trotzdem speichern wir noch mal. Nein, das war jetzt so nicht geplant. So, schon besser. So, jetzt gibt es hier wieder eine Kissenschieberei. Und diese Kistenschieberei, muss halt sein. Verschieberei oder ziehen. Aber wir haben es ja jetzt. Der Mönch. Marschiert jetzt hier wieder hin und her. Bewacht den Kloster sehr gut, würde ich mal sagen.
Na gut, ich traue immer noch hinter den verstorbenen Kollegen, die im letzten LP leider umgekommen sind. Aber ist nun mal halt so. So, so sieht das hier in der originalen Verfassung aus. Und das ist jetzt hier aus der Remastered-Version. Ihr könnt ja auch mal gerne mal in eure Kommentare schreiben. Wie gefällt euch hier dieses Remaster denn so? Fandet ihr den alten Klassiker besser oder findet ihr dieses Remastered an sich ja besser? Also ich muss sagen, dieses Remaster, das gibt schon einiges her. Muss ich schon ganz ehrlich sagen. Also ne, das Remaster, das gefällt mir schon sehr gut. Aber erstaunlich finde ich das auch hier. Wie es hier so wie sich das Spiel hier so so von sich aus entwickelt hat. Nee, den habe ich ja schon. Stimmt, die Tür habe ich ja schon aufgeschlossen. Richtig. Aber dieses große Medipack, das lasse ich mir trotzdem nicht entgehen. Ich warte jetzt bloß nur darauf, dass die ersten Secrets mal langsam mal auch auftauchen. Weil da bin ich ja auch noch so was von hinterher. Nee, wie schon gesagt, Leute, sagt mal, schreibt mal gerne mal in eure Kommentare. Was ihr von diesem Let's Play hier haltet. Und ob ihr auch gerne mal, wenn ich fertig bin, auch das sag schnell. Nee, ich glaube, so weit bin ich doch gar nicht. Ja doch. Oh Mann.
Also nichts wie hin hier. Zu diesen messerscharfen Rasierklingen da. Deshalb speichern wir wieder. Na gut, ich bin von solchen Fallen überhaupt kein Fan von. Muss ich ganz ehrlich sagen, aber wir schauen mal, wie es hier so weitergeht. Okay, so, dann Mentor hier und dann. So. Dann hier in den Gang hier rein. Den Schlüssel an dich nehmen. So, den Schlüssel hätten wir jetzt. Ja, komm, ein bisschen verletzt, aber egal. Na komm. Kleines Medizinpäckchen und alles ist wieder gut. So. Dann schauen wir uns hier nochmal um. Na, Lara, stöhne hier nicht so rum. Hebt über die Munition auf. Komm, wir gehen jetzt nochmal hier sogar nach draußen. Weil uns wenn hier beinahe die Granaten durch die Ohren gegangen. So, jetzt müssen wir noch mal abwarten, wie geht's jetzt überhaupt weiter. Ah, genau hier rein. Da haben wir noch mal an Schlüsselein. Aha. Ja, aha, Lara. So ist es. Und jetzt müssen wir da in diesen Raum hin, wo diese blöden Todeskreise sind. Aber jetzt müssen wir noch mal abwarten. Jetzt. So. Hat ja wunderbar funktioniert. Speichern wir noch mal.
Hä? Ja, stimmt, ich muss ja erst die Dings ausschalten. Diese Feuerfallen. Dazu brauchen wir zunächst erstmal hier den Hebel. So. Und das zweite, was wir jetzt machen werden, wir gehen jetzt hier hin, speichern. Ach, Lara. Ach, Lara. Was machst du da nur für Mist? Was soll der Blödsinn, Lara? Du sollst doch nicht gegen die Feuerschalen springen. Du sollst drüber springen. Lara springt gerne gegen Feuerfallen. Ach, Lara. Diese Feuertöpfe, ey, die gehen mir so auf den Zwirn, ey. Ach, Lara. Da hast du Spaß dran, ne? Schön da dran hängen bleiben. Ja, cool. Geht doch. Warum machst du das Leben so schwer? Kannst du das mir mal bitte erklären? So. Hier geht's erstmal hier lang, oder? Er kommt von der Ehe. Ihr lasst euch doch wohl nicht von zu zweit. Ey, ihr seid zu zweit. Ihr seid zu zweit, Leute. Na gut, Verstärkung kommt. So, dann nehmen wir erstmal. Das Medipack an uns. Nee, da müssen wir noch nicht hin. Das Schöne war, ich musste noch nicht mal helfen. Wo ist denn der zweite? Hier müsste doch noch irgendwo noch ein zweiter auftauchen, oder nicht? Oder irre ich mich jetzt? Hä? Lol. Haben die den etwa da erledigt? Hey, du lässt mich ja auch mal wohl an die Munition hier ran. So, springe bloß drüber, Fräulein. So.
Ach, der hat auch noch was für mich. Ach, Lara. Aha. Jo, ein Medipack, genau. So, jetzt erstmal abwarten, wie es jetzt hier weitergeht. So, wir schauen uns zunächst erstmal hier oben um. Wo natürlich wieder Munition für uns hier liegt. Aha. Ja, Lara, so ist es. Und zugleich haben wir hier einen Hebel. Und mit dem Hebel haben wir hier zwei Falluken. Wo man hier so solche Aha. komischen Dinger hier einsammeln, Aha. was das auch sein sollen. So, dann haben wir hier wieder einen Hebel. Ein Hebelschäbel. Ein Schäbel, eine Kombination aus Hebel und Schalter. Ganz abgesehen davon haben wir hier, sind wir hier jetzt hier wieder draußen. Und wissen nicht, wo wir hin müssen. Ja doch. Das wäre ja jetzt auch ein bisschen total lost. Ah, hier diesen Edelstein, genau. Ah, genau, so sah das im originalen Teil aus und hier so sieht das hier im Remastered aus. So ist das. Und jetzt haben wir hier wieder so ein Kistenrätsel. Hi Kollege, wie geht's denn so? Bist hier fleißig am Überwachen? Dann machen wir schön weiter. So, schon haben wir hier die nächste Rolle. Aha. Aber jetzt müssen wir noch mal abwarten und überlegen, wie es jetzt hier weitergehen soll. Ja, das gibt schon sehr einen zum Nachdenken, da weil ich auch zugeben muss, dass das auch schon lange her ist, dass ich dann das mal durchgespielt habe. Und ich
möchte ja auch so viele Secrets wie möglich sammeln. Und deshalb müssen wir jetzt so speichern. Und diese komischen Feuertöpfe wieder zurück. Die hoffentlich jetzt deaktiviert bleiben. Und jetzt hier wieder in diesen blöden Raum rein. Da wo diese komischen Todeskreise hier sind. Und nichts wie raus hier. Stellt euch mal vor, die würden jetzt einen noch verfolgen, ey. Jetzt muss ich auch erstmal wieder überlegen. Wie es jetzt hier weitergehen soll. Okay, dann wieder rechts rum. Und jetzt hier hoch. Na gut, mein Anspruch ist, dass ich jetzt nicht jetzt hier mein Let's Play hier jetzt jetzt hier die ganze Folge jetzt hier zu beenden von meinem Let's Play, sondern möchte ich mich jetzt erstmal umbringen, genau. Schön, dass du es erkannt hast, Lara. Aber Gott sei Dank waren wir so schon und haben hier gespeichert. Deshalb werden wir jetzt erstmal hier rüber hüpfen. Dann erstmal hier ein bisschen die Ruhe bewahren. Weil das Level, das ist schon halt sehr anspruchsvoll. Anspruchsvoller wird es jetzt hier auch, wenn ich hier jetzt hochkletter. Und hier jetzt nochmal einen Speicherstand mache und speichern werde. Na gut, das wäre hilfreicher gewesen, wenn du gesprungen wärst, Fräulein. Na, sei es drum. Und das liebe ich halt auch an den Let's Plays. Du kannst halt, du weißt, wovon, wenn du auch jetzt hier so Edenus hier rumtratscht und so.
Mir macht's aber Spaß, das Spiel zu Let's Playen. Ich bin auch am Überlegen, gleich wieder Storm Chasers zu Let's Playen. Weil ich aber wieder ein bisschen Nachholbedarf. Also. Wird es dann später wohl vielleicht nochmal ein Let's Play mit Storm Chasers geben? Also ihr könnt euch wieder in den nächsten Tagen, wenn nichts dazwischen kommt, euch wieder über ein paar Let's Plays freuen. Obwohl ich freue mich da ja auch drüber. Ich muss jetzt halt noch mal gucken, wie es jetzt hier weitergehen soll. Weil das ist ein Level, das nehme ich nicht auf die leichte Schulter. So, speichern wir hier nochmal. Nein, das war jetzt nicht, was ich wollte. Ich wollte zum ersten Secret hin und nicht. Ich muss es auch noch mal gucken. Weil ich muss mir die Stelle jetzt auch erstmal wieder merken. Ah, okay. Hier geht's hin. Und ich dann endlich das erste Secret sich vor meinen Augen verbirgt. Ja, aha, Lara. Das mir ist aber auch ganz neu, dass das erste Secret schon das der goldene Drache ist. Also ganz abgesehen davon haben wir jetzt gerade auch schon das erste Secret geholt. Und jetzt wissen wir auch immer noch nicht, wie geht es jetzt hier weiter. Ja, ich glaube, ja, genau doch hier. Hier entlang, Fräulein. Dann ab in den Raum mit den Kästen da. Ja, doch, das ist ja rum mit den Kästen, da wo ich auch schon in den letzten LP drin war. Gut, da habe ich hier schon den ersten Fehler gemacht.
Oder? Mensch, Lara. Stören hier nicht so rum. Das mögen die Mönche nicht. So hoch ist hier mit dir. Moment mal, ich glaube, ich war hier doch richtig, oder? Ja, doch. Oder? Ich bin jetzt total verwirrt. Ja doch. Dann machen wir das ja jetzt auch erstmal. Ganz abgesehen davon springt Lara wieder hier gerne in diese Eimer hier rein. Jetzt halt noch mal gucken im Lösungsvideo, wie es hier weitergeht. Ja, ich weiß, das macht man normalerweise nicht, aber machen ja viele Let's Player auch, in die nicht klarkommen. Ich bin hier aber völlig verwirrt. Lara. Tu mal schon Sachen, ey. Hey, wisst ihr was? Ich würde sagen, für dieses Video reicht das jetzt. Wie es dann weitergeht, seht ihr dann in einer anderen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis dahin, ciao, euer Marcel Let's Play.